Willkommen zurück zu Stardew Valley! Ja! Kikariki! Mit Seetang auf dem Kopf. Kikariki mit Seetang auf dem Kopf. Ja. Heute fängt der Sommer an. Es ist Montag, der erste Tag des Sommers. Ist das nicht schön? All unsere ganzen Pflanzen sind hier schön verdorrt, die wir noch stehen hatten. Robin baut weiterhin an unserem Hühnerstall. Efi baut, glaube ich, das Feld ab. Der Plan ist ja, das Feld nach unten zu verlegen, in den südöstlichen Teil der Farm, also ungefähr hierhin. Da stehen auch schon reichlich Sprenkler und Vogelscheuchen und Goose bewacht auch schon das Feld, damit die Mäuse hier nichts wegnagen. So fein gemacht, Goose. Und ich werde erstmal ein bisschen Holz hacken gehen, damit ich weiterhin meinen, wie heißt das, Sammler-Skill verbessern kann. Und danach wollte ich die Schatztruhen weiter umsortieren. Was macht ihr denn heute so? Manu, erzähl mal. Ja, ich helfe Evi erstmal hier so ein bisschen beim Aufräumen und dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen was angeln. Und bestimmt helfe ich Timo auch noch beim Feld, beim Sommersaat aussehen und so. Das Feld zu bestellen. Ja! Timo bestellt also heute das Feld, das neue. Sehr schön. Was macht Efi? Ich räume gerade ein bisschen auf. Am Anfang der neuen Jahreszeit ist ja immer ganz viel Zeug rum, was rumliegt. Und ich mal weg. Und Konrad? Wo ist die Stahlaxt? Hacke, Krummel. Die Stahlaxt hab ich. Die Stahlhacke weiß ich nicht. Oh oh. Johann. Ich bin in der Mine. Nee, Johann hat die nicht, weil er war, glaube ich, letztes Mal auch nicht dabei. Richtig. Und letztes Mal war sie irgendwo. Hast du sie vielleicht, weil du ohnmächtig geworden bist, verloren? Nee, da hatte ich sie nicht. Hm. Okay. Döf. Vielleicht findet ihr sie ja in der Kiste. Ich suche einen Feuerquarz heute. Sehr schön. Tagesbilder. Um mal die Frage zu beantworten. Bestimmt kriegen wir im Sommer auch neue Quests. Vielleicht. Vielleicht droppt Robin wieder ihre Axt. Dann müssen wir die suchen. Vielleicht passiert aber auch was anderes. Mal sehen. So, ich glaube, hier sind gar nicht mehr so viele Bäume. Dann kann ich jetzt die Kisten umsortieren. Hallo Manu. Hallo. Ich bin schon fertig, Efi. Okay. Ja, das ist fertig. Die eingelegte Pastinake hin, kommt die auch in die Erntetruhe? Eine neue Truhe aufmachen. Unser Handwerksklaren. Also Marmelade haben wir bisher in der Holztruhe, aber da habe ich auch bisher alles reingetan, was. Okay. Dann würde ich auch mal weiter gehen. Vorerst. Du wolltest doch eh den aufbauen. Aufräumen. Ja, ich bin gerade dabei, aber jemand steht im Weg. Danke. Wer war das bloß? Also, Spitzhacke, Stahlspitzhacke ist in der Werkzeugkiste. Im Prinzip ist sie da, wo sie hingehört. Ich komme nicht mehr daran.
Mhm, wo kommst du nicht ran? An die Kiste. Achso. Dann brauche ich bestimmt auch noch meine Spitzhacke. Und dann kann ich so machen. Und dann komme ich auch ran. Sehr schön. Bäh. Kann jemand schon den besseren Dünger machen? Ich passe. Dünger? Nee. Es gibt Dünger? Du wolltest Dünger verwenden? Na gut. War nur so eine Idee. Wenn du möchtest, kannst du düngen, ja. Können wir machen. Nicht so schlecht, wenn wir haben. Warum stehen mehrere Wandpflanzenkörbe in der Kiste für Fische? Der Schuldige möge sich bitte beim Zentrum für Exekution melden. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Moment mal, das müssten die Schuldigen sogar sein. Brauchen wir Wandpflanzenkorb als Möbelstück? Was ist denn das? Ich hab mir eins davon in meiner Hütte an die Wand gehängt, als ich gesehen habe. In deiner kannst Hütte? Ja, kannst ja die Hütten dekorieren. Also bestimmt noch mehr Platz dafür. Nein, ich will jetzt nicht alle haben, das habe ich nicht gesagt. Muss man aufpassen, was man sagt, ne? Mhm. Ein bisschen, ja. Passen leider nicht alle. Wer gibt dir denn gerade Geld aus? Ich bin Pierre. So, kaufst Saat, ne? Ja. Wir haben sowieso ganz viel Melonensaat. Also bitte keine Melonensaat kaufen. Nee, hab ich nicht gemacht. Okay, und Sternfrucht hatten wir noch. Nicht gesehen. Ja. Konrad geht ins Bett. Ja, mit einer normalen Spitzhacke in der Mine macht das keinen Spaß. Schon dabei? Ah, oha. Ist das der Dünger? Gepunktet und sind gedüngt, ja. Ah, okay, dann würde ich schon mal ein bisschen nicht Melonensaat aussehen. Okay. Melone habe ich auch schon dabei. Ja, habe ich schon gesehen, die ist schon weg. Wie? Ich hatte 100 Dünger gemacht und gedacht, das reicht ja locker. Aber es reicht nicht. Unglaublich. Muss ich noch mehr Dünger machen. Braucht man dafür, um den Dünger herzustellen? Harz. Ah, das geht ja. Ja. Und für den besseren Dünger braucht man dann halt Fische. Mhm. Aber das kann ich noch nicht. Sparen wir denn von dem Geld, was wir gerade haben, auch noch was für die Küche gerade auf? Oder erstmal noch nicht? Was kostet die Küche denn? 10.000? Ja. Okay. Achso, ich habe nichts dagegen. Dann kann man sich was kaufen. Das wäre schon nicht schlecht. Wenn ich was tun soll, sagst du was. Ansonsten gucke ich nur zu. Du kannst gießen, wenn du möchtest. Hast du noch Energie? Genau, gießen. Das will ich. Gießen. Ich gehe mir auch nur Energie holen. Haben denn schon alle die Saat abgeholt im, wie heißt das, Museum? Ich bin unsicher. Ich bin auch unsicher. Aber wenn du möchtest, also ich habe was abgeholt, nach. Aber... Langsam dunkel.
Okay. Hast du noch genug Sachen? Genug Samen, EP? Nee. Wir haben tatsächlich ein paar Felder übrig. Was haben wir denn hier für Samen? Nichts mehr. Das ist das Blaue. Das ist angegriffen. Sternfrucht. Sternfrucht, wow, sowas haben wir. Und Konrad, wenn du Langeweile hast. I need help! Ich werde angegriffen von diesen Monstern. Ja, hier ist auch irgendwie eine. Nee, ich hab gar kein Schwert mit. Hilfe. Konrad macht das schon. Haben wir schon gegossen? Ich habe 5 Felder gegossen und dann hatte ich keine Energie mehr. Okay, dann gieß mir das mal besser. Ja, ich komme gleich auch vorbei. Konrad! Ja, ich renne. Der Mensch mit dem Bonesaur. Das habe ich verloren, als ich gestorben bin. Ich habe jetzt aber ein Yeti-Tooth. Ich muss das aber irgendwo zurückholen. Wo war das noch? Dann würde ich bei Louis. Ja. Ah! Hilfe! Nein! Ah, das war ja schön. Sie ist abgelegen. Nein, geh weg, Fledermaus! Hau ab! Immer hier. Dünger, das musst du, glaube ich, nicht wissen. Okay, na gut, dann haben wir alles, ne? Natürlich. Du bist zu schnell. Okay. Haben wir dann alle keinen Leuchtring? Ich war nur einen Tag in der Mine und habe nur irgendwie diese Aufgabe mit den 10 grünen Schleimen gemacht und habe einen Leuchtring bekommen. Kriegt man den als Belohnung dafür, okay, oder wie viel kriegt man den? Nee, ich glaube, das war Zufall, dass ein Schleim mir den geschenkt hat. Und so ein Cheat-Geschenk. Ich habe dafür schon 2 Schwerter gefunden. Das ist auch okay. Ja. Ich glaube, ich habe noch nichts gefunden. Ja, dann müssen wir wohl auch mal in die Mine gehen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich war schon ein paar Mal in der Mine. Ich habe bestimmt auch schon 10 Schleime getötet. Okay. Ja, 10 Schleim habe ich auch schon getötet. Aber sonst auch nicht so viel. Ja, das war schon ziemliches Glück. Ich habe nur gewundert, dass ich die einzige bin mit Leuchtring. Aber jetzt habe ich ja ganz viele Pflanzen. Danke, Alex. Ja, gerne. Mehr habe ich nicht untergebracht, wie ich. Ich sehe es ja. Immerhin hast du mir nicht mein Bett zugestellt. Das geht? Moment mal. Ja, nicht mit den Pflanzen, aber. Okay. Immer mit meinem Sohn, dann merkst du, was man alles Dummes machen kann. Schöne Grüße. Ja, danke. Grüß zurück. Nein, ich meinte an ihn, falls er zukommt. Oh, er grüßt mich nicht mal. Ich bin traurig. Geht's bad, das ist. Nee, du spielst ja nicht mehr mit ihm. Ja. Ich geh gleich ins Bett, gib mir eine Sekunde. Oh, das ist noch viel schöner. So. Schatzthron erfolgreich fertig sortiert. Vorerst. 20:40. Ganz entspannt. Zack, bin ich im Bett. Easy. Kein Problem. Das war doch noch nicht mal wirklich knapp, oder? Wir haben Geld gekriegt. Nice. Sehr schön. Anderes. Rostiger Sporn. Wer bezahlt denn dafür Geld? Ja, was soll man damit tun sonst? Weiß ich nicht. Entrosten. Verkaufen.
Aber wie? Wer hat denn geangelt heute? Ich. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Morgen ist jetzt der Hühnerstall fertig, richtig? Das heißt, morgen kann ich theoretisch losflitzen und eine Küche bestellen? Neu? Achso, ja. Nice. Was brauchen wir noch dafür? Man müsste dann vielleicht auch Hühner kaufen. Und Hühner kaufen. Erst Hühner kaufen, dann Küche kaufen. Haben wir Heu für die Hühner? Konrad wollte sie ja Heu kümmern. Naja, noch können die ja auch draußen rumlaufen, obwohl ja... Aber ist ja auch kein müssen. Gras, oder? Wo sind die? Vorm Haus? Die. Nee, das ist kein Gras, glaube ich. Man kann doch diesen Grasstarter-Kit irgendwie bauen, ne? Ja, stimmt, wir können Gras pflanzen. Grasstarter-Kit. Ist der nicht irgendwie so? Kann sein, ja. Na, er hat nicht okay geklickt. Oh, ich muss noch okay klicken. Ich warte noch, bis wir die Folge beendet haben. Also vielen Dank fürs Zusehen. Morgen kaufe ich die Küche. Wirklich, wirklich. Es wird genauso laufen wie beim Hühnerstall. Also wahrscheinlich kaufe ich den erst Ende der Woche. Aber morgen fange ich an damit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.